So und damit hallo und herzlich willkommen wieder zu Skyrim. Wieder zurück. Wir waren ja stehen geblieben bei dieser Burg zu flüchten vor dem Drachen, der da hinten weggeflogen ist. Und ja, ich habe jetzt ein paar Grafikmods installiert, die alles so ein bisschen dynamischer machen. Verfolgt er mich jetzt noch oder nicht? Okay, nee. Weil er eben gewartet hat und wo ich losgerannt bin, ist er auch losgerannt. Alter, das sieht einfach so geil aus, ne? Die ganze Natur hier so richtig, Hört richtig zu, ihr idyllisch, ey. solltet nach Einsamkeit gehen und euch dort der kaiserlichen Armee anschließen. Alter. Jemanden wie euch könnte auch Der Hase sieht ja mal mega Auch geil wenn aus. die Rebellen. Ist ja krank. Ist General Tullius der Einzige, der sie aufhalten kann. Das sieht einfach so idyllisch aus, so eine Scheiße jetzt, ey. Oh. Warte, lass mich gucken. Ah, ist das schön. Warte mal, wo war der Stein jetzt? So, da hinten irgendwo, ne? Was ist hier für ein Dorf, Junge? Das war eine Überraschung. Nee, da hinten ist er, okay. Ach, das sind Gegner. Oh, hi. So. Was wollt ihr machen? Ach, komm schon her, ey. So. Ey, jetzt hört aber auf zu blocken, Mann. Danke. So, wo ist der nächste da hinten? Da. Und seid mir nicht böse, falls ich jetzt so irgendwie wirklich scheiße spiele oder so. Das liegt nämlich daran, weil ich halt wirklich noch nie, wie schon gesagt, Skyrim gespielt habe. Schatzkarte. Nice. Hier war früher nicht so ein Dorf, das weiß ich. Nein, ich wollte das Schwert eigentlich nicht mitnehmen, aber egal. Süßkuchen nehmen wir mit. Einfach so aus Prinzip, aus Gründe. Dann gehen wir mal zu dem Stein da hinten. Das müssten ja die drei Steine sein, so wie ich mich erinnere. Alter, das sieht so schön aus, Mann. Oh, und falsch an. Nee, doch nicht. Wow. Das müssten ja einmal der Kriegerstein sein, einmal der Zauberstein oder so. Und irgendein anderer Stein war das noch. Ach ja, die Fähigkeiten schneller leveln. Genau, ja. Müsste dort gewesen sein hier, oder? Der Diebesstein, Magierstein und Kriegerstein. Kampffertigkeiten schneller lernen um 20%. Jo, nehme ich an. Gerne doch. Alleine wie die Felsen jetzt ausschauen, ne? Das sieht komplett anders aus. Vor allem die Felsen. Okay, das war früher auch noch nie so. Ey, das sieht so fucking schön aus, Mann. Ich freue mich so ein bisschen. Ja. Ihr merkt es ja vielleicht schon. So. Hallo, Freund. Das weiß ich noch. Das ist schon früher drin gewesen. Das weiß ich noch. Level up. Und voll in der Brust rein. Bandit durchsuchen. Perfekt. So. Objekt. Ach, Objekte wollte ich gerade. Neue Stufe wollte ich da hin. So. Wir setzen natürlich auf Gesundheit, weil wir Gesundheit schneller regenerieren. Dann brauchen wir irgendwie, warte mal. Nein, nicht heftig, komme ich denn? Nein, so wollte ich auch nicht. Jetzt muss ich gucken. Nein, so wollte ich auch nicht. Ah, mit WASD macht man das hier. Okay, super. Schön zu wissen. So. Nehmen wir das. 20% mehr Schaden. Jo, nehmen wir an. So. Jetzt muss ich erstmal. Warte mal. Warte. System. Steuerung. Da so. Sprinten ist die Taste da. So. Das geht ja gar nicht, ey. Jetzt laufe ich hier. Genau. So. Jetzt sprinte ich hier. Perfekt. Hier sneak ich. Sehr gut. Dann gehen wir mal zu Weißlauf. Ne, wie hieß das doch? LOL, da sind Fische gesprungen. LOL! Wie geil ist das denn, Mann? Hallo, Fischis! Hi! Wie geil! Das ist einfach so ein Feature, was das einfach viel lebendiger alles macht, ey. Ah, Wölfe, hi! Wie die einfach aussehen, Mann, so hoch aufgelöst, Mann, das ist voll ungewohnt. So, Mann. Nehme ich. Perfekt. Da rennt ein Hase rum. Schlachten wir auch ab. Vielleicht hat er Fell. Och Mann, nehme ich auch. So. Fell kann ja auch ein Kaninchen droppen und daraus kann man sich Leder machen und dadurch kann man in Schmieden viel höher kommen. Alter, das sieht so krass aus. Wie viel grün hier einfach ist. Das ist so schön. Ich glaube, ich bin im Himmel.
Im Himmel, im Himmel. Aber ich werde die Folge wahrscheinlich nicht so lang machen, so lange wie die letzte Folge. Denn das war einfach so, ich habe nicht auf die Zeit geachtet gehabt. Hab zwar gesagt, dass ich eine halbe Stunde machen werde. Mal gucken, ob ich die Folge wieder eine halbe Stunde machen werde. Fluss war dies jetzt so, ich weiß auch. Und ja, ich muss mal gucken. Vielleicht mache ich das so lange, aber es wird wahrscheinlich einen Cut hier zwischen geben einmal. Weil einmal essen. Einmal essen. Nee, aber was soll das alles? Was macht ihr zwei denn hier? So, so, alles nehmen, ey. Oder nee, brauchen wir nicht alles. Das brauchen wir nicht, wir brauchen bloß die hier. So. Was? Ein Drache in Helden? Das erklärt, was ich vorhin sah. Etwas flog das Tal hinunter, von Süden kommend. Ich hatte gehofft, es sei nicht das, wofür ich es hielt. Es war ein Drache. Hadwar wird es euch bestätigen. Ein Drache? Hier in Himmelsrand. Was ist nur los mit dieser Welt? Erst der Krieg, jetzt auch noch Drachen. Ein Unglück kommt selten allein, heißt es. Wenn sich hier ein Drache herumtreibt, muss der Jarl davon erfahren. Flusswald ist völlig schutzlos. Wir müssen Jarl Balgruuf in Weißlauf benachrichtigen. Soll uns alle verfügbaren Soldaten schicken. Wenn ihr das für mich tun könntet, wäre ich euch sehr verbunden. Was könnt ihr mir über den Jarl erzählen? Balgruuf, er regiert das Fürstentum Weißlauf. Ein guter Mann. Vielleicht etwas zu vorsichtig, aber wir leben in gefährlichen Zeiten. Bislang ist es ihm gelungen, sich aus dem Krieg herauszuhalten. Aber dieser Zustand wird nicht lange währen. Welche Seite des Krieges wird er unterstützen? Ich glaube, dass er weder Ulfric noch Elisif sehr schätzt. Und wer kann es ihm verübeln? Aber zweifellos wird er sich dem Kaiserreich gegenüber als loyal erweisen. Er ist kein Verräter. Ihr unterstützt also... Oder wer ist Elisif? Wer ist Elisif? Ich vergaß. Ihr seid ja neu in Himmelsrand. Jarl Elisif, sollte ich wohl sagen. Aber auch nur, weil sie mit Jarl Torrik verheiratet war, als dieser ermordet wurde. Ulfric hat Torrik ermordet, wisst ihr? Ist einfach in seinen Palast in Einsamkeit hineinspaziert und hat ihn getötet. Ihn zu Tode gebrüllt, wenn man den Geschichten Glauben schenken soll. Das hat diesen ganzen Krieg entfacht. Das Kaiserreich konnte das nicht ignorieren. Wenn die Jarl anfangen, einander zu töten, kehren wir zurück zur Barbarei früherer Tage. Was habt ihr zu verkaufen? Wollt ihr euch schützen oder Schaden austeilen? Gucken wir mal, was der zu verkaufen hat so an sich. Wir nehmen auf jeden Fall Leder mit. Und ich hätte jetzt auch gesagt, wir nehmen Lederstreifen mit, aber da reicht Geld, finde ich. Dann nehmen wir so viel Leder mit. Ach so, wir können gerade mal 4 Leder uns kaufen. Okay, super. Dann machen wir mal das Leder. Die 4 Stück, die wir uns genommen, geschmiedet haben. Gekauft haben, Mann. Ich kann nicht mehr reden. Sonstiges. Machen wir uns 4 Leder aus dem Bärenpelz. Und aus Wolfspelz. Genau deswegen hast du es genommen. So, ich habe 10 Leder. Daraus könnte man 40 machen. Das sind, heißt, ich habe 4, 8, 12, 16. So, das müsste reichen. So. So. Perfekt, Schmiede, Tab zurück, Pelz. So, jetzt mache ich mir immer, so wie ich es mir angewöhnt habe, Pelz am Schienen. Einfach immer dauerhaft, weil du dadurch das Schmieden so hoch kriegen kannst. Und die kannst du ja dann auch wieder verkaufen. Ich will die andere Sicht haben. Hallo, will nicht so rumrennen. Okay, das ist die Karte, ja, das ist klar. Wie kann ich die Sicht ändern? Warte mal, Steuerung... Perspektive wechseln, F. Ah, sehr gut. Schon besser. Nehmt euch was la 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 la. Ich kann hier nichts verkaufen? Och Mann, ey. Gut, dann sprinten wir einfach mal zu Weißlauf hin. Weil wir da eh hin müssen. Und das sind einfach so hier Features, nämlich wo die irgendwo hier in Flusswald, das war da vorne, glaube ich. Ein Bild aufgenommen mit den ganzen Fahnen hier, weil hier früher gab es gar keine Fahne. Und jetzt seht ihr ja, hier ist überall was. Hier wurde ein Bild aufgenommen. Genau so hier. Genau so war das Bild. Jetzt sind die Pilze weg.
So geht's natürlich auch. Also ich hoffe, die Facecam passt so, weil ich nehme die Folge direkt im Anschluss auf. Kann auf euer Feedback nicht eingehen. Wenn, muss ich gucken ab und zu, ob die Facecam da stört oder nicht. Ich pack das so lange weg. So, das habe ich eigentlich auch hinzugefügt. Hier so Schilder. Ich weiß gar nicht, ob es das hinzugefügt wurde oder so Laternen und so, weil... Ja, da vorne läuft ein Reh. Komm her, Freund, komm her, Freundchen. Komm doch her, Mann. Ja, danke, hi. Ja, danke schön für das Fell. So, jetzt er noch. What the fuck ist das für eine Animation, Mann? Geil. Wolf durchsuchen und ihn durchsuchen. Nehmen wir Fell mit, genau. Wildbret brauchen wir nicht. Wie kann ich springen? Hallo? Ah, doch, ich kann mit Leertaste springen, okay. So grün war auch so eine Gegend noch nie. Das sieht einfach so schön aus. Hier war früher alles so richtig grau-blau, so in der Art. Aber jetzt ist ja alles so schön grün. Das freut mich echt. Das freut mich echt, wirklich. Ich habe keine Spitzhacke, nein, ja, richtig. Selbst, dass man die Stadt so gut sieht oder die Türme da unten, ist richtig geil. Hüppa. Nehmen wir mit, Lavendel. Kann man ja einmal gebrauchen, warum nicht? Hier vorne, soweit ich mich erinnern kann, kommt gleich eine Riese. Was steht denn da vorne rum? Seht ihr das? Ach, das ist ein Pferd. Ah. Da ist der Riese. Da. Den will ich töten, Mann. Ein paar Hits verteilen. Attacke. Durchsuchen Eisenpfeil. Wow, der hat ja nichts mehr. Kommt nach Jovaska und werdet ein Ihr schlaft euch wacker. Aus euch könnte noch ein anständiger Schildbruder werden. Schildbruder? Was ist ein Schildbruder? Ihr seid nicht von hier, was? Noch nie von den Gefährten gehört? Ein Orden von Kriegern. Wir sind Brüder und Schwestern, verbunden durch unsere Ehre. Und wir lösen jedes Problem, wenn die Bezahlung gut genug ist. Kann ich euch beitreten? Das entscheide nicht ich. Ihr müsst mit Kodlak Weißmähne oben in Jorvaska reden. Der Alte hat gute Menschenkenntnis. Er schaut einem in die Augen und weiß, was man wert ist. Viel Glück, wenn ihr zu ihm geht. Hier hat auf jeden Fall ein schönes Tattoo im Gesicht. Sieht super aus. Heute liegt Blut in Wie krass hoch aufgelöst die Menschen sind. Alter, das ist so schön. Oh, sieht doch schön aus mit den ganzen Gräsern hier. Haha, ja. Ey, ich kann nur schwärmen, ja, wirklich. Und den Weißlauf habe ich außerdem hinzugefügt. So ein Mod, das... Dingens, das das ein bisschen besser aussieht. Ich habe die schnellsten Rösser in ganz Himmelsrand. Aua. Lol. Hui. Hui. Okay. Ich hab ein Haar auf den Finger, das muss ich mal wegmachen, das stört ein bisschen. So. Und mir kratzt das im Auge. Okay, schön. Das freut mich. So, wir gehen mal zum idyllischen Weißlauf hin. Da vorne läuft auch eine Wache rum, das war früher nicht so. Da oben stand auch nie eine Wache. Ihr wollt euch wohl mit einer alten Frau unterhalten. Eure gute Tat des Tages. Hehe, ich hab eine gute Tat vollbracht. Jetzt bin ich doch wohl willkommen hier, oder? Ich freue mich schon noch gegen meinen ersten Drachen zu kämpfen. Die Stadt ist wegen der Drachen abgeriegelt. Zutritt nur mit amtlicher Genehmigung. Flusswald ist auch in Gefahr? Ihr kommt wohl besser herein. Ihr findet den Jarl in der Drachenfeste oben auf dem Hügel. Okay, bin wieder da. Hat sich ein bisschen was verändert. Ich dachte, er gibt jetzt Essen. Da mein Vater eben reinkam, jetzt wisst ihr, wie mein Vater aussieht. Ich sag mal so, ich dachte, es gibt jetzt Essen, aber irgendwie nicht. Ey, das sieht so schön aus, wenn die Sonne gerade untergeht. Warum so. Schluckt ihr euren dickköpfigen Stolz? Ich habe hier einige gute... Oh ja. Wie wäre es, wenn ihr mir einen Eisendolch schmiedet? Okay, einen Eisendolch schmieden sollen wir mal. Alles, was ihr dafür braucht. Kommt ruhig an. Benutzen Schmiede. So, Schmiede benutzen, Eisen. Eisendolch schmieden. Jo. Machen wir. Bring halt ein Eisendolch zu Adriane Avinici. Ich
Kennt ihr meinen Vater? Hier ist ein Eisenteufel. Nicht schlecht, aber er ist etwas stumpf. Härter ein Eisenteufel. Wenn ihr ihn schärft. Ihr braucht nur etwas Metall und den Schleim. So, Eisendolch fein machen, herstellen. Jo. Perfekt. So, sind wir ja schon bei Schmiedewald auf Level 16. Sehr gut. Ihr denkt, dass all der Rat. Ich habe den Eichendolch, genau. Eisendolch ist schliffen. Das sieht gut aus. Ihr wollt mir weiterhelfen? Wie wäre es, wenn ihr eine Rüstung anfertigen würdet? Beginn damit etwas Leder. So, jetzt sollen wir eine Rüstung herstellen, machen wir das Leder. So, wir machen jetzt so eine Nebenquest. Hier ist das Leder, das ihr haben wolltet. Ah, gut. Sehen wir mal, ob ihr einen Pelzhelm anfertigen könnt. Ein Pelzhelm krieg ohnehin. Pelz. Ach man, wieso juckt das denn hier, ey? So, perfekt. So, Pelzhelm hergestellt. So, Schmieden auf Level 16. Hier ist ein Pelzhelm. Wenn ihr so weitermacht, sollte ich euch als Assistenten einstellen. Verbessern wir die Passform. Nehmt dieses Leder mit zu dem Arbeitstisch dort drüben. Jo, hier. So, Pelzhelm, ja. Ich habe hier einige gute Stücke, wenn ihr etwas sucht. Drin, ja? Ich habe den Pelzhelm gehärtet. Och man, ich habe darauf geklickt. Ihr habt Talent. Übt nur Fleiß. Behaltet doch den Dolch und den Helm. Vielleicht denkt ihr dann an mich, wenn ihr Himmelsschmieden Stahl macht. Danke, danke, danke. Alter, wie krass das aussieht, ne? Wie schön das einfach aussieht. Nicht mehr so trostlos, sondern einfach so schön idyllisch und so. Helgen soll von einem Drachen erwischt worden sein. Sollte sich eins dieser Monster hierher verirren, sind wir bereit. Oh, ist das schön. Vor allem, wie schnell das Wasser hier runterfließt. Das ist ja herrlich, ey. Wie fühlt ihr euch? Ich fürchte, ihr könntet krank sein. Nee, ich fühle mich gut. Aber okay. Weiß nicht, was hier mit der Menschheit hier los ist. Oh Gott. Wegstecken. In der Stadt ist, glaube ich, nicht so erwünscht, wenn man mit Schwert rumrennt. Hallo. Alfred, Kampfgeborener. Alfred, nee. Kopf des großen Kampfgeborenen. Geh weg. So. Drachenfest eröffnen. So, jetzt sind wir beim Jarl angekommen. Und gucken wir mal, was der so sagt, ne? Sprinten wir mal hin. Was soll ich sonst machen? Gar nichts. Direkt kommt sie mit Wache an. Was soll diese Unterbrechung? Jarl Balgrof empfängt keine Besucher. Ich habe die Nachrichten von Helgen über den Drachenangriff. Das erklärt, warum die Wachen euch hineingelassen haben. Kommt, der Jarl wird sich persönlich mit euch unterhalten wollen. Ihr wart also in Helgen. Ihr habt diesen Drachen mit eigenen Augen gesehen? Ja, ich hatte eine tolle Aussicht, während die Kaiserlichen versucht haben, mir den Kopf abzuschneiden. Wirklich? Ihr sprecht ja recht offen über eure kriminelle Vergangenheit. Aber es geht mich nichts an, wen die Kaiserlichen hinrichten wollen. Insbesondere jetzt. Was ich wissen will, ist, was genau ist in Helgen passiert? Wir können, die Kaiserlichen wollten gerade Ulfric Sturmmantel hinrichten, da griff der Drache an, auswählen. Oder der Drache hat Helgen zerstört und das letzte, was ich sah, war, dass er in diese Richtung davon flog. Ja, machen wir das. Ist mir. Irelet hatte recht. Na, was sagt ihr dazu, Proventus? Sollen wir weiterhin auf die Stärke unserer Mauern vertrauen? Gegen einen Drachen? Mein Herr, wir sollten sofort Truppen nach Flusswald schicken. Es befindet sich in allerhöchster Gefahr. Wenn dieser Drache sich in den Bergen herumtreibt. Er wird annehmen, dass wir uns auf Ulfrichs Seite schlagen und ihn angreifen werden. Genug. Wir sollten nicht. Ich werde nicht untätig mit ansehen, wie ein Drache mein Fürstentum niederbrennt und mein Volk abschlachtet. Irilet, schickt unverzüglich eine Einheit nach Flusswald. Ja, mein Jarl. Bitte entschuldigt mich. Ich muss mich wieder meinen Pflichten widmen. Das wäre wohl das Beste. Gut gemacht. Ihr seid zu mir gekommen, auf eigene Faust. Ihr habt Weißlauf einen Dienst erwiesen. Und das werde ich euch nicht vergessen. Hier, bitte nehmt dies als kleines Zeichen meiner Rüstung erhalten. Ich hätte da noch etwas für euch. Vermutlich eine geeignete Aufgabe für jemanden, der über solche Fähigkeiten kommt. Halten, begeben wir uns zu Faringar, meinem Hofzauberer.
Er beschäftigt sich mit einer Frage, die mit diesen Drachen zu tun hat. Und mit Drachengerüchten. Dann gehen wir mal zu Varenga, der ist nämlich hier hinten, der ist ein Magier. Richtig. Besucht ihr die Drachenfeste, um über die andauernden Feindseligkeiten zu diskutieren, wie die anderen großen Krieger? Der Jarl sagte, ihr würdet Hilfe benötigen. Hm? Was? Wie? Ihr meint, ihr könnt mir helfen? Das glaube ich nun wirklich nicht. Schon gut, ich werde auf Jarl Bargruf warten. Ihr findet den Jarl in der großen Halle, wo er vermutlich auf seinem Thron sitzt. Hier im Labor des Zauberers ist er jedenfalls nicht. Hä? In letzter Zeit hat es den Anschein, als würde dieser... Ach, wirklich? Der Jarl. Jetzt aber ja, er muss an meine Drachenforschung gedacht haben. Ja, ich könnte jemanden brauchen, der etwas für mich besorgt. Hä? Und mit besorgen meine ich, dass ihr in einer gefährlichen Ruine nach einer alten Steintafel suchen werdet, die vielleicht gar nicht dort ist. In Ordnung, wo soll ich hingehen und was soll ich holen? Ihr kommt gleich zur Sache, was? Keine Fragen nach dem Wie oder dem Was. Das gefällt mir. Sollen sich eure Auftraggeber mit den Einzelheiten plagen, was? Ich habe von einer Steintafel erfahren, die im Ölsturz Hügelgrab liegen soll. Einem Drachenstein mit einer Karte verschiedener Drachengrabstätten. Die Tafel liegt vermutlich in der Hauptkammer des Ölsturz Hügelgrabes. Geht dorthin, findet die Tafel und bringt sie mir. Ganz einfach. Ich freue mich schon darauf, da hinzugehen. Auf zum Ölsturz. Alles, der Jarl ist ein ungeduldiger Mann. Oder diese Drachen zu bekämpfen. Tschüss. Ich gehe nochmal zum Sturzhügelgrab. Aber zuerst räusper ich mich. Denn die Stimme war nicht gerade angenehm gerade. Und hui. Ach man, ich kann nicht. Springen. Springen. Fallschaden. Nee, okay. Mit Banditen komme ich gut zurecht, aber Drachen? Drachen sind auch voll in Ordnung, die sehen ja cool aus, Mann. So, wir gucken uns mal ganz kurz diese Stelle hier unten an. Wartet mal, nicht die, sondern da hinten eigentlich. Da hinten wollte ich hin. Dann gehen wir mal da hinten hin. Weil da hatte ich nämlich ein Mod hinzugefügt, dass es da lebendiger aussieht. Genau bei dieser Stelle hier oben. Okay, da sind wir eben gerade sogar vorbeigegangen. Der Baum... Ja, das müsste sogar eigentlich hier gewesen sein. Bin mir aber gar nicht so sicher, das müsste der Baum hier die Texturen gewesen sein. Früher war ich auch ein Abenteurer, aber dann habe ich einen Pfeil ins Knie bekommen. Dieses Licht ist so geil, ne? Aber wir machen leider keinen Schatten. Das ist schade drum. Warte mal, wenn ich jetzt F drücke, machen wir den Schatten, ja. Diese Graumähne sollen verdammt sein. Jetzt machen wir keinen Schatten. Schade. Wäre auf jeden Fall cool, wenn wir jetzt so einen Schatten machen würden. Machen wir jetzt einen Schatten? Ne. Schade. Hallo Reden. Reden, ja. Da steht Reden, Irilet. Ich sag Hallo Reden. Ich bin Profi. Ich weiß gar nicht, wie lange wir in dem letzten Abschnitt dieser Folge jetzt aufgenommen haben. Da war ja ein Cut zwischen, weil mein Vater reinkam. Ja, wir müssen mal gucken. Ich nehme jetzt vielleicht noch 5 Minuten oder so auf und dann gehen wir erstmal zum Ötzsturz-Hügelgrab und machen das in der nächsten Folge. Denn das Ötzsturz-Hügelgrab an sich. So ist es doch eigentlich in Ordnung, denke ich mal. Weil, ja, ich erstmal so ein bisschen das Let's Play anfangen will, ein bisschen so die Parts sozusagen einteilen will, dass es ordentlich passt. Nicht, dass ich jetzt hier aufhöre und in der nächsten Folge einfach weiterrenne, das ist ein bisschen komisch. Dann mache ich lieber mal so ein bisschen längeren Part und beginne dann wirklich da, wo wirklich interessant wird sozusagen oder wo überhaupt ein neuer Abschnitt, sage ich jetzt mal, beginnt. Weil wir rennen ja jetzt hier gerade überhaupt hin. Und mitten im Rennen würde ich dann nicht aufhören an sich, weil, wisst ihr, das würde ich nicht machen. Ihr seht ja, habt ihr da was gehört? Weg mit dir, kleines Ding, du. Ich wollte es nehmen, danke. So. Und, da ich eben voll auf meine Taste geklopft. Da oben ist auf jeden Fall was. Wo ist das Ötzsturz-Hügelgrab hier? Muss ja da irgendwo sein. Gucken wir mal hin. Und falls die Tastatur ein bisschen laut ist, das kann gut sein, muss ich mal ein bisschen anpassen. Vielleicht kann ich das ja ein bisschen so machen. Dann dürfte meine Tastatur nicht mehr so laut sein, weil es ein bisschen weiter weg ist. Ein kleines bisschen aber nur.
Dann gehen wir hier hoch. Wir gehen kurz mal hier hin. Wir stören die Riesen nicht. Ich will bloß das kurz entdecken hier. Hallo Riese. Nein, ich bin schon weg. Keine Sorge, ich bin schon weg. Keine Sorge, Freund. Du bist mir da immer noch ein bisschen zu stark. Bin mir da aber nicht so sicher. Ich bin vielleicht One-Hit, aber... dürfte ja nicht so stolz sein. Gehen wir mal den Weg hier hoch. Ich weiß gar nicht mehr wirklich nicht, wie... das zum Ötzsturz-Hügelgrab... wie ich da hinkomme. Aber wir gehen einfach den Weg. Zum Beispiel hier... Oh, habe ich mich eben erschrocken, ey. Da habe ich null gehört, ey. Habe ich nochmal einen Mod hinzugefügt, der das alles so ein bisschen realistischer macht von den Schneeeffekten und so, ja? Oder mit den ganzen Effekten her. Wie zum Beispiel, dass wenn jetzt hier jemand ankommt und der atmet, dass man so den Atem so richtig sieht, weil es so kalt ist und so. Das habe ich zum Beispiel eingefügt. Und die Bäume sehen, weiß ich nicht, ob die von Skyrim selber so krass aussehen. So an sich ist ja die Textur nicht hoch aufgelöst, aber wenn du die jetzt so anguckst, sieht das drin mega geil aus. Und... ja, also ich sag mal so. Ich weiß es nicht. Alter, what the fuck, man. Ich glaube, das ist nicht vom Spiel aus. Ich glaube, das ist der Mod. Bin mir aber nicht so sicher. Das sieht mega geil aus mit dem Wind hier. Alter, da kommt ja richtige Stimmung auf. Holy shit, ne, ich glaube, das ist vom Spiel aus. Alter, scheiße, Mann. Hallo. Hi. Zweihänder-Typi. So, sterb bitte, danke. So. Guck mal, der hat hier atmet. Habt ihr, seht das? Der atmet da. So, da atmet sie. So, dann gucken wir uns mal. Wo ist der hin? Ist der im Schnee eingesunken oder was ist los? Ach, da liegt er. Nehmen wir uns das Gold mit. Mehr machen brauchen wir nicht. Ja, du chill mal da hinten dein Leben. Nehmen auch die Pfeile mit. Vielleicht kann ich ja später mal Pfeile brauchen, wenn ich mal mit Bogen spielen will. Wo ist denn hier noch einer da? Hä, wo da? Ach, hier hinter. Oder was? Ja, ach so, da. Perfekt. So, ja, so läuft es. Sehr gut. Ich habe schon so eine Mods gesehen. War zum Beispiel eine Mod, dass da so eine Cutscene sozusagen, so eine richtige Kill-Szene nicht mehr dabei sind. Verstehe ich nicht wieso, aber wieso man so einen Mod entwickelt, aber ich machen so. Dass da keine Kill-Szene halt mehr bei sind. Verstehe ich nicht. Die sind da gerade geil. Wie krank anders das hier drin aussieht. So komplett anders mit dem Licht und so. Viel heller alles. Skipper Schwanz brauche ich nicht. Amethyst, nice. Den kann ich doch gerne mitnehmen. Die hat einen Amethyst gegessen. Weil die hat erstmal... ich habe eben gedacht, die reitet... oder der reitet hier irgendwie auf irgendwas. Weil der hat einfach einen Topf vor sich hingeschoben und sah komplett crazy aus, ey. Aber komplett, Alter. So, komm mal her. So, weg mit dir. Kiefer gebrochen, Genick gebrochen, alle. Perfekt. So muss das. Perfekt. Knacken wir mal das Schloss hier, ne? Easy first try. Easy, Alter. Gold, das, alles mitnehmen. So, kann ich hier irgendwie was machen? Nee. Da liegt ein Eisenschild. Nee, brauche ich nicht, habe ich ja. Ist das ein Eisenschild? Ja, müsste ein Eisenschild sein. So eine Ohren können wir uns auch angucken, falls ihr noch nie wusstet. Ich bin immer noch müde. Und es ist immer noch zwei Stunden später, nachdem ich das aufnehme, weil ich da zwischen den beiden Folgen schön gerendert habe. Gut, wir sind jetzt im Ötzsturz-Hügelgrab angekommen. Wir machen jetzt das ganze Ötzsturz-Hügelgrab nächste Folge. Wir sehen uns dann. Lasst ein Like da, falls euch Skyrim, die Special Edition, gefällt. Wir sehen uns dann. Bis dann. Ciao.